Die Legende vom vierten König. Außer Kaspar, Melchior und Balthasar war auch ein vierter König aus dem Morgenland aufgebrochen, um dem Stern zu folgen, der ihn zu dem göttlichen Kind führen sollte. Dieser vierte König hieß Coredan. Drei wertvolle rote Edelsteine hatte er zu sich gesteckt und mit den drei anderen Königen einen Treffpunkt vereinbart. Doch Coredans Reittier lahmte unterwegs. Er kam nur langsam voran und als er bei der Palme eintraf, war er allein. Nur eine Botschaft am Stamm des Baumes sagte ihm, dass die anderen drei ihn in Bethlehem erwarten würden. Coredan ritt weiter, ganz in seinem Wunschtraum versunken. Plötzlich entdeckte er am Wegrand ein Kind, bitterlich weinend und aus mehreren Wunden blutend. Voll Mitleid nahm er das Kind und ritt in das Dorf zurück, durch das er zuletzt gekommen war. Er fand eine Frau, die das Kind in Pflege nahm. Aus seinem Gürtel nahm er einen Edelstein und vermachte ihn dem Kind, damit sein Leben gesichert sei. Doch dann ritt er weiter, seinen Freunden nach. Eines Tages erblickte er den Stern wieder und wurde von ihm durch eine Stadt geführt. Ein Leichenzug begegnete ihm. Hinter dem Sarg schritt eine verzweifelte Frau mit ihren Kindern. Der Mann und Vater wurden zu Grabe getragen. Die Familie war in Schulden geraten und die Frau und die Kinder sollten als Sklaven verkauft werden. Coredan verschenkte den zweiten Edelstein, der eigentlich dem neugeborenen König zugedacht war. Eines Tages leuchtete ihm sein Stern wieder auf und führte ihn durch ein fremdes Land, in dem Krieg wütete. In einem Dorf hatten Soldaten die Bauern zusammengetrieben, um sie zu töten. Die Frauen schrien und Kinder wimmerten. Grauen packte den König Coredan, Zweifel stieg in ihm auf. Er besaß nur noch einen Edelstein. Doch dies Elend war so groß, dass er nicht lange zögerte. Mit zitternden Händen seines letzten Edelstein hervorholte und damit die Männer und das Dorf vor der Verwüstung loskaufte. Sein Stern leuchtete nicht mehr. Jahrelang wanderte er zu Fuß weiter. Schließlich bettelte er, half hier einem Schwachen, pflegte dort Kranke, keine Not blieb ihm fremd. Und eines Tages kam er am Hafen einer großen Stadt gerade dazu, als ein Vater seiner Familie entrissen und auf ein Sträflingsschiff, eine Galeere, verschleppt werden sollte. Coredan bot sich selbst an, anstelle des Unglücklichen als Galeerensklave zu arbeiten. Sein Stolz bäumte sich auf, als er in Ketten gelegt wurde. Jahre vergingen. Er vergaß, sie zu zählen. Grau war sein Haar, müde sein zerschundener Körper geworden. Doch irgendwann leuchtete sein Stern wieder. Und was er nie zu hoffen gewagt hatte, geschah. Man schenkte ihm die Freiheit und einer fremden Küste wurde er an Land gelassen. Er kam an die Tore einer großen Stadt. Aufgeregte Gruppen von Menschen zogen ihn mit. Hinaus vor den Mauern auf einen Hügel hinauf. Oben ragten drei Kreuze. Coredans Stern, der ihn einst zu dem Kind führen sollte,
blieb über dem Kreuz in der Mitte stehen, leuchtete noch einmal auf und war dann erloschen. So muss ich also sterben, flüsterte er, sterben, ohne den Heiland gesehen zu haben. So bin ich umsonst durch die Städte und Dörfer gewandert, wie ein Pilger, um dich zu finden, Herr. Seine Augen schlossen sich. Da aber traf ihn der Blick des Menschen am Kreuz, ein unsagbarer Blick der Liebe und Güte. Vom Kreuz herab sprach die Stimme: Corydon, du hast mich getröstet, als ich jammerte, und gerettet, als ich in Lebensgefahr war. Du hast mich gekleidet, als ich nackt war. Alles, was du an Guten getan hast, hast du für mich gemacht. Ein Schrei durchbebte die Luft. Der Mann am Kreuze neigte das Haupt und Corydon erkannte mit einem Mal: Dieser Mensch ist der König der Welt. Ihn habe ich gesucht in all den Jahren. Er hatte ihn nicht vergebens gesucht, er hatte ihn doch gefunden.